herzlich willkommen. Es geht weiter mit unserem Druiden-Deck. Wir schauen mal, wie wir weiterhin nerven können. Ich habe euch ja schon erzählt, hier an der linken Seite seht ihr das, ja, so ein leichtes Nerf-Deck. Weil es gerade im Anfangsspiel die Wildnis schützt. Die Natur wird sich gegen das Sportrecht frei halten möchte. Und im weiteren Spiel dann halt eben schaut es. Ich muss nur ganz kurz gucken. Ja, sieht alles nicht schön aus. Ich meine, der Druide, der Klaue ist natürlich klasse. Aber unser Deck zum Anfang, also für die ersten paar Runden, ist noch nicht so ganz so schön. Gut, unser Gegner ist soweit. Er hat die Karten gewählt. Und wir spielen die erste Runde nicht. Die nächste wird dann wahrscheinlich unser Beutehamsterer, je nachdem, was er spielt. Okay, er spielt gar nichts. Kann ich mal da würfeln? Schauen wir, dass wir ein bisschen Karten ziehen können. Und spielen unseren Beutehamster. Er wird jetzt natürlich mit seinem Tierchen gegen uns losgehen. Und den Couch War auslösen, damit er nur 2 Schaden bekommt. Beziehungsweise in dem Fall nur 1 Schaden. Und nicht 4 Schaden. Was tun? Oh, das sind wieder so jahrelange Entscheidungen. Damit kommen 2 Schaden auf ihn drauf. Todesreichender Effekt, das heißt, wir spielen jetzt. Wo soll ich zuschlagen? Und spielen unseren Spottbär. Der 6 ist natürlich jetzt eine Hausnummer. Sternfeuer gibt es erst mit 6 Mana. Und was spielt er? Er spielt einen uralten Wächter. Den er auch gleich entschärft. Prankenhieb sieht für mich gerade am wertvollsten aus. In dem Fall. Allerdings gehe ich jetzt nicht direkt auf ihn los, sondern ich nutze die Chance noch, um hier ein bisschen Schaden zu machen. Ich hätte gerne mit dem Manipulator ihn mir hier verdoppelt. Aber er wird mir jetzt natürlich hier einen Schaden wahrscheinlich drauf geben. Ja. Okay, er cleart das Board. Dann spielen wir langsam weiter. So. Und spielen Runde in ruhig. Jetzt darf er ruhig einen großen spielen. Wenn mir gerade recht. Self-Healing. Der ist natürlich angenehm. Können wir gut gebrauchen. Auch wenn er jetzt nicht kleine hat. Hm.
Er bufft ihn. Ah, um ihn zu entfernen. Gut. Bringt sich den 13 entfernen. Ah! Drei und vier sind sieben. Gebt mir eine Quest. Das soll eine Waffe sein. Das war's. War ein bisschen sinnlos, ihn da zum Buffen. Aber die Karte ist halt recht stark. Er spielt einen Verwüster. Den nehmen wir uns doch. Das klingt doch wie eine Ansage. Ich könnte auch ihn sechsern. Aber ich habe acht. Schnappen wir ihn uns. Fertig. Quest angenommen. Hier noch ein bisschen Schaden. Und nun haben wir hier sein Panzer. Wo soll ich zuschlagen? Er spielt einen Druiden mit Klaue als Tank. Und gibt uns einen Schaden drauf? Gibt uns keinen Schaden drauf. Er gibt uns einen Schaden drauf. Ah, schade, nicht dahin, wo es eigentlich hätte. Wir haben hier 4 Schaden und wir haben hier 5 Schaden. Dann spielen wir doch die zusammen. Einmal Zwetschge. Ich will noch eine Karte. Angenommen. Und wir gehen in den 11 Schaden rein. doch, waren sogar 11 Schaden. Er macht einen Selfie. Und spielt einen unnützigen Bergkrieg. Den wir ihn... Wie soll man ihn wegnehmen? Wir machen hier 3 Schaden. Ich lebe nicht. Gut, dankeschön. So, das war's, wir sind aufgestiegen. Wie gesagt, es ist heute der erste Tag von der neuen Saison, das heißt, alles geht wieder von vorne los. Ich danke euch aber vielmals fürs Zuschauen. Und ja, war ein interessantes Spiel und vielen Dank an Peter Ballock. Nette Gegner.